Wollen Sie ihn gleich mitnehmen? Aber nein, Professorchen, nur ein kleiner Kuckuck. Sie können schon noch eine Weile drauf spielen. Mir wäre es aber eigentlich lieber, wenn Sie ihn gleich... Aber kommen Sie erst mal rein. Ja, gerne. Dankeschön. Bitte. Donna und Doria! Aber Professorchen, was ist denn das? Da stehen ja auf einmal zwei Flügel. Ja, und das ganze Zimmer steht voll. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Bitte, sehen Sie sich das an. Zweimal das gleiche Instrument. Sie sind sogar auf dieselbe klägliche Art verstimmt. Aber Sie müssen doch wissen, wie der zweite Flügel hier hereingekommen ist. Nein, das weiß ich eben nicht. Das weiß ich nicht. Der Gerichtsvollzieher verschwendet seine Zeit nicht mit unnötigem Nachdenken. Er tut seine Pflicht, pfändet das eine Instrument und sorgt für seinen alsbaldigen Abtransport. Eine kleine, kursiv gedruckte Kurzmeldung, erschienen im Hohlspiegel, bringt dem Lüneburger Lokalredakteur ein Sonderhonorar von 30 Mark abzüglich Steuern ein.